Viele denken, dass Corona die Kirche und den Glauben der Menschen verändern wird. Das kann sein, denn jedes Ereignis hinterlässt in uns bleibende Merkmale. Aber ist das das Ende eines Weges? Das Ende unseres Glaubens? Nein, das ist meine persönliche Antwort. Es ist sicher, dass sich einige unserer Gewohnheiten ändern werden. Dennoch ist das kein Ende unseres Glaubens. Wir werden neue Wege zu Gott finden. Warum ist das kein Ende? Das heutige Evangelium erklärt es uns. Dazu fragen wir, wann Jesus seine Verkündigung begann, und finden dazu folgende Antwort: Nachdem man Johannes den Täufer ins Gefängnis geworfen hatte. Dieser Satz ist sehr wichtig, denn viele, die Johannes gefolgt waren oder ihn beobachtet haben, haben gedacht, dass mit seinem Tod auch seine Botschaft zu Ende gehen würde. Aber was passierte dann? Jesus von Nazareth übernahm seine Mission. Ja, vieles, das wir oft mit dem Ende verbinden, muss nicht unbedingt das Ende sein. Gott kann diesen Weg anders gestalten. Er kann dazu ungewöhnliche Wege gehen und neue Personen finden. Ja, das alles verstehen wir unter der Berufung als seine Jünger. Warum ist es so? Die Antwort ist einfach. Bei Gott gibt es kein Ende. Und ebenso ist es mit seiner Kirche. Gott wird seine Kirche auf neue Wege führen. Es gibt den lateinischen Spruch Ecclesia semper reformanda est. Die Kirche wird immer erneuert. Und sie wird in diesem Prozess immer vom Heiligen Geist geführt. Der Geist Gottes, der am Anfang der Lebensatem war und später an Pfingsten Leben und Mut der Apostel schenkte, geht immer mit den Menschen den Weg auf Gott hin. In diesem Sinne führte Papst Johannes der 23. eine Bezeichnung für die notwendige Öffnung der Kirche ein. Aggiornamento. Die Zeit anpassen. Das heißt nicht, auf alles, was wir lieb gewonnen haben, verzichten zu müssen. Nein, es geht dabei nicht um eine radikale Richtungsänderung. Es geht um die Frage nach dem Evangelium. Wie machen wir Gottes Botschaft lebendig? Wie können wir Gottes Anwesenheit stärken, meine Freunde? Es kann immer wieder Neues in unserem Leben geschehen. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass Gottes Geist für Verwandlung steht. Er erfrischt alles. Er macht alles neu.
Ja, das lehrt uns das Evangelium. Gottes Weg ging mit Johannes nicht zu Ende. Er ging auch mit Jesus nicht zu Ende. Der Heilige Geist hielt den Weg auch weiterhin offen durch die Apostel, durch die vielen Heiligen und Väter der Kirche. Das erleben wir auch in dieser schwierigen Zeit der Pandemie. Ja, für fast jedes Problem konnten wir eine Lösung finden. Für fast jedes Nein konnten wir ein Ja finden. Denn der Weg, den wir gehen, ist keine Sackgasse. Gott ist unser Weg. Er begleitet uns, auch jetzt. Er ruft uns auf, für seine Botschaft aktiv zu sein. Nichts darf und kann uns schwächen. Bleiben wir optimistisch und gehen wir mit dem Geist Gottes neue Wege. Er wird uns führen. Gott segne uns dazu. Amen.